Und damit herzlich willkommen zu Resident Evil Village. Ja, auf meinem Kanal gab es schon einen Einblick in Resident Evil Village. Doch jetzt habe ich mich entschieden, ein Let's Play draus zu machen. Ich werde das Spiel nochmal von vorne anfangen, mit euch gemeinsam. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das Spiel weiterzuspielen nach meinem Einblick, weil ich mit Mass Effect beschäftigt war. Und deswegen dachte ich mir jetzt einfach mal, jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Und ich werde mit euch jetzt einfach mal Resident Evil Village durchspielen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich auf diese Reise begleitet. Also, danke fürs Zusehen. Let's go. Wir machen Sprachausgabe Deutsch. Wo ist Deutsch? Deutsch da. Anzeigesprache Deutsch. Untertitel machen wir mal ein. Und hier machen wir Kopfhörer und let's go. Ja. 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 Nein, brauchen wir nicht. Achso, ich muss erst runterscrollen. Oh. Gibt es eigentlich irgendjemanden, der das überhaupt durchliest? Möchten Sie sich ein kurzer... Ja, wir gucken uns nochmal den Rückblick an für mein Let's Play. Also, schauen wir an, was in Resident Evil 7 Biohazard passiert ist. Gut. Wo fange ich an? Ich bin Ethan. Ethan Winters. Das mit den Bakers ist jetzt 3 Jahre her. Ich wollte meine vermisste Frau finden. Ich bekam eine Mail von ihr. Da stand, ich solle sie holen. Naja, so bin ich halt in Louisiana gelandet. Als ich Mia fand, war sie in einem dunklen Keller eingesperrt. Sie war völlig von Sinn. Hat mich angegriffen wie ein wildes Tier. Später habe ich herausgefunden, dass sie mit einem Pilz infiziert war. Ich habe auf dem ganzen Anwesen nach einem Gegenmittel gesucht. Die Leute, die da wohnten, waren auch infiziert. Sie hatten alles Menschliche verloren. Der Grund dafür war eine Biowaffe, die aussah wie ein Mädchen. Ihr Name war Evelyn. Ich habe die Familie bekämpft und Mia mit einem Serum behandelt. Dann sind Chris Redfield und sein Team aufgetaucht und haben uns da rausgeholt. Reicht das? Ich möchte wirklich nicht mehr darüber reden. Ja, wie gesagt, es ist vorbei. Kennen wir ja schon. Habt ihr ja vielleicht in meinem Einblickvideo gesehen, vielleicht auch nicht. Vielleicht guckt ihr ja auch erst zum ersten Mal bei mir zu. Und wir wollen jetzt das Spiel starten. Wir machen ein neues Spiel. Ich werde auf Standard spielen, denke ich mal. Eine gute Balance zwischen Spannung und Erfolgserlebnis. Let's go! Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille. Die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See.
Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. Komm, Kind, iss nur. Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Sie schläft. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich versteh's ja. Ja, so, jetzt sind wir im Spiel. Hast du was gesagt? Nichts. Ich bring sie ins Bett. Den Anfang kennen wir ja durch mein Einblickvideo. Also die erste Stunde mache ich zumindest 2 Stunden, habe ich, glaube ich. Keine Ahnung. Mache ich nicht blind. Also die weiß ich. Aber dann ist für mich alles blind. So, wie soll ich denn jetzt Rose ins Kinderzimmer bringen? Da weiß ich ja, wo es ist. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwas zu entdecken gibt. Oder, ja, ich denke mal ja nicht. Man kann sich ja bestimmt nur das Haus angucken. Was eigentlich grafisch gesehen echt gut aussieht. Ja. Ist immer noch eine PS5-Version. Die sollte auch gut aussehen. Und ja, bringen wir Rose jetzt mal ins Zimmer. Ich hab's ja gesagt, dieses Buch ist noch nichts für dich. Ja. Würde ich jetzt auch mal behaupten. Kann ich hier eigentlich hin? Ja, hier war's Bad, genau. Das Kinderzimmer müsste da gewesen sein. Aber ich will mich trotzdem. Was da, meine Kleine? Umgucken. Oder war das hier? Ne, hier war's. Da wollen wir noch nicht rein. Kannst du auch rennen? Nein, kannst du nicht. Mal gucken. Ah, das war hier, glaube ich, der Raum mit den ganzen Kisten hier und so, gell? Naja, oder beziehungsweise so unordentlich. Na, egal. Bringen wir sie mal ins Bett. Ich werde die Folgen auch, denke ich mal, eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde so in der Zeitspanne machen. Mal schauen. Mal gucken, wie es vorwärts geht. Da, ab in die Haier. Da wären wir, Süße. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Hier ist ein Ball. Oh. Jetzt hab ich ihn da runtergetreten. Damit kann man. Okay. Hier war der Laptop. Was haben wir hier? Warum sieht man eigentlich Ethan seinen. Das stimmt, das ist mir auch letztens aufgefallen. Man sieht sein Gesicht gar nicht. Okay. Ja,
Ich wünschte, es könnte immer so bleiben. Das funktioniert so aber nicht. Was ist denn das? Rose Lieblingsspielzeug. Was haben wir hier? Name Rosemary Winters, Geburtsdatum 2.8.2020. Größe 62,3 cm, Gewicht 6,57 Kilo. Untersuchung, Hör- und Sehvermögen, Berührungsempfinden, Reflexe, keine Auffälligkeiten. Kind ist bei guter Gesundheit. Sonstige Bemerkungen. Ergebnisse des Tests auf pathogene Pilze werden noch von der BSAA bereitgestellt. Applefield Memorial Krankenhaus. Kein Grund zur Sorge. Okay, vorerst. Untersuchung. Mia und ich haben uns mal wieder gestritten. Ich habe aus Versehen die Sache von vor 3 Jahren erwähnt und sie ist wütend geworden. Wir haben uns endlich an unser neues Leben in Europa gewöhnt. Hier kann Rose in Ruhe aufwachsen. Aber ich werde irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass ein Teil von mir immer noch in diesem beschissenen Loch in Louisiana gefangen ist. Ich weiß, Mia redet nicht gern darüber, aber glaubt wirklich, wir können all das vergessen und so tun, als wäre es nie passiert. Sollten wir nicht verarbeiten, was wir dort erlebt haben, damit wir unser Leben mit Rose leben können, ohne dass diese Erinnerung in unseren Köpfen umhergeistert? Ich finde, das sind wir ihr schuldig. Und Mia weiß auch, da bin ich sicher, wenn es ihr egal wäre, wäre sie im Krankenhaus niemals so nervös geworden, gewesen. Jo. So, dann gehen wir jetzt mal zu Mia runter. Ihr müsst ja noch in der Küche sein. So, gab es eigentlich im Bad irgendwas zu entdecken? Oder kann ich duschen gehen oder so? Anscheinend nicht. Spiegel funktioniert auch nicht. Oh, was sind hier? Pillen. Mias Medizin. Seit dem Vorfall muss er sich an eine strikte Diät halten. Okay. Dann gehe ich jetzt mal schnell hier drüben gucken, ob ich hier vielleicht noch irgendwas übersehen habe. Hier ist nichts. Ach ja, die kennen wir doch. Wozu habe ich denn eigentlich noch? Wird Zeit, dass ich ihn entsorge. Ja, das war damals so Sammelgegenstände und beziehungsweise so Abschießstände bei Teil 7. Bei Resident Evil Remake 2 und 3. Wir müssen hier gründlich sauber machen, bevor Rose anfängt zu laufen. Gab's die auch? Da waren es aber andere Figuren. Die Architektur aus der europäischen Burgen und Wehrtümer aus historischer Sicht von George Trevor. Okay. Noch irgendwas? Ja, hier. Ursache des Giftgasvorfalls in Dolby geklärt. Die Ermittlungen bezüglich des Auftritts von Giftgas, Gas Dilroy, Louisiana im Jahre 2017 wurde am 18. diesen Monats offiziell für abgeschlossen erklärt. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass natürliches Gas, welches sich im Tonstein dort gesammelt hatte, an die Oberfläche getreten war. Jack B. 57 und seine Familie, die dem Gas ausgesetzt waren, verstarben in der Folge. Mit Ethan und Mia Winters sollen sich zur Zeit des Unglücks 2 weitere Personen auf dem Anwesen aufgehalten haben. Es gibt derzeit jedoch keine Hinweise zu ihrem Verbleib. Die gesamte Umgebung wurde von offizieller Seite abgeriegelt. Es wurde verlautet, dass es mindestens 10 Jahre dauern werde, bis das Gebiet wieder bewohnbar ist. Wird. Naja. Ob sich überhaupt noch jemand daran erinnert? Krasse Lüge. Okay, wir kennen die Wahrheit, sowas nicht. So, jetzt aber auf zu mir. Dip, dip, dip. So. Ist der Kinderwagen was drin? Nein. Ging's hier eigentlich hin? Zur Küche, genau. Okay, dann auf zu mir. Wo sind da? Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Ah. Hm, riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume, ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hä? Huh? Hm? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris... Die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose. Jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! Mia! Ah!
Oh Gott! Chris! Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Bin ich gespannt, wie sich das aufklärt in dem Spiel. Los, Bewegung! Sauber! Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Rose. Schaff den hier raus. Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mir. Mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Oh, Mist. Da muss ich rangehen. Irgendwas verheimlicht sie ihm. Oh Mann. Wer braucht Zeit? Wie ist Ihr Status? Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Oh, fuck. Scheiße, was ist passiert? So, was haben wir hier? Missionsziele. Ziel eliminieren, Leiche sicherstellen. Bergung von Rosemary und Ethan Winters. Überführung von Rosemary und Ethan Winters zur Standort C für weitere Untersuchungen. Mindestens 2 Offiziere als Begleitung während des Transports. Okay. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Aber was ist hier passiert? Das wurde natürlich nicht gezeigt. Gut, gehen wir jetzt mal durch diese dunkle Nacht. Schleichend. Und langsam. Sehr langsam. Und vor allen Dingen sehr, sehr dunkel. Ja, wie gesagt, die ersten 1-2 Stunden. Ich bin mir gar nicht sicher, wie lange ich gestreamt habe. Mein Einblick. Die kenne ich ja. Kann ich ja mal kurz nachgucken. Ja, 2 Stunden. Die ersten 2 Stunden kenne ich. Oh, jetzt habe ich nicht hingeguckt, wo ich hinlaufe. Da lang. Oder? Nee. Was? Doch, da lang. Ich stand doch gerade irgendwas. Ach hier, Zutritt verboten. Wie gesagt, die ersten 2 Stunden kenne ich. Danach ist für mich alles blind.
Arsch eigentlich nicht. Ich bin im ersten Mal schon erschrocken, deswegen. Da ist gerade was von mir weggelaufen. Muss es eigentlich so dunkel sein? Wo hat Ethan eigentlich das Licht her? Fällt mir gerade mal so ein. Hat er irgendwas angemacht? Sehr einladend. Spiele, wo man Sachen aufmachen kann, aber nichts drin findet. Das ist immer so eine richtige Verarsche. Denkst du, kriegst da irgendeine Ressource oder so und dann sagt das Spiel, nö. Ja, okay. Das sagt mir jetzt auch nicht viel. Dass man dann irgendwie gucken kann, ob da irgendwas dahinter ist oder so, aber... Scheint nicht der Fall zu sein. Auch so ein richtig Verarsch. Da ist jemand im Haus. Zurück darf ich nicht. Doch, ich muss dazu. Muss, glaube ich, kriechen. Genau. Sehr lecker. Meinst du jetzt, wie der Schrank umgefallen ist oder warum es schon wieder hell ist? Eben war es so stockdunkel. Aber naja, stellen wir einfach mal nicht in Frage. Auf jeden Fall sieht man jetzt wenigstens mal was. So, dann kommen wir jetzt zum Dorf. Wo zum Teufel bin ich? Du bist an einem Ort, wo du eigentlich nicht sein möchtest. Hier würde ich gedacht, das wären Schneebälle, aber dabei sind es ja doch Eier. Vielleicht sind sie unterwegs. Ja, wahrscheinlich. Aber hier war auch, glaube ich, gar nichts. Ah, hier, guck mal, es dämpft aber noch. Es war mal warm noch. Also ist nicht lange her. Hier irgendwas? Bis auf den bösen Bub, der da rumläuft. Genau, die Brunnen gab es noch, da braucht man irgendwas. Ich denke mal eine Kurbel. Da wird dann irgendwas drin sein. Ja. Ich denke, es wäre eine Toilette, weil es da aus dem Abstellkammer. So. Hier irgendwas? Hab ich gerade was gesehen? Hey, da ist was. Also gelb bedeutet, dass man das auf jeden Fall irgendwie runterholen kann. Das ist mir mit dem Einblickvideo gar nicht aufgefallen. Aha, gut zu wissen. Stimmt, wir haben auch eine Karte. Okay. Ich
glaube ich noch nicht. Das war ein Rennen, ah ja, E3. So, schauen wir mal hier. Was hat das hier verloren? Das war ja Rose Lieblingsspielzeug. Aber Rose ist nicht hier, zumindest nicht hier an dem Ort. Ist hier hinten noch irgendwas? Noch eine Abstellkammer? Ne, die ist verschlossen. Gehen wir mal weiter die Straße lang. Denn, soweit ich weiß, brauche ich ja erst einmal mein Pistolchen. Ah ne, ich musste ja, glaube ich, in das Haus hier erstmal rein. Hier reinklappen. Ne, da kam ich ja her. Warte mal. Gab es hier noch irgendwas? Nope. Dann wohl doch erst einmal da lang. Wie gesagt, die ersten zwei Stunden gibt es mein Einblickvideo schon. Alter. Was ist das denn? Und falls ihr wollt, könnt ihr da ja schon mal weiter gucken, falls ihr jetzt hier nicht das Let's Play noch gucken wollt oder ihr habt es vielleicht schon gesehen. Aber ansonsten, ich dachte mir, ich fange einfach nochmal komplett von vorne an, um halt das Let's Play komplett zu haben, dass ich jetzt nicht das Einblickvideo dazwischen drin habe. Mache ich das sonst auch immer, aber diesmal dachte ich mir, nee, machen wir nicht. Hausbesitzer vermisst, bis auf weiteres kein Zutritt. Okay. Hier brauchte ich ja, glaube ich, irgendeinen Schlüssel, den ich noch nicht habe. Oder nie bekommen hatte damals. Das heißt damals, das war vor zwei Wochen. Als ich mein Einblickvideo gemacht habe. Hier brauche ich ein Messerchen. Da ist er. Da ist das Messerchen. Erste Hilfe, genau. Geht nicht, ich hab noch kein Kraut. So. Manche Objekte können zerstört werden. Ja, weiß ich. Ach ja, wir treffen jetzt auf den netten Herrn. Sind sie einfach weggelaufen? Würdest du deine Tochter nicht suchen, würdest du das wahrscheinlich auch machen, Kollege. Nicht schießen! Nicht. Wer sind Sie? Wer schickt Sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Psst. Was ist los? Oh nein! Sie kommen! Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe! Was? Sie haben doch sicher eine Waffe! Nein, wozu denn? Nehmen Sie die hier! Nehmen Sie! Nehmen Sie! Da bist du da draußen! Hey! Haben Sie gehört? Eine Leiche? Mist! Noch mehr! Ja. Gut, dass ich den Anfang schon kenne, weil sonst hätte ich mich jetzt hier hundertprozentig auch erschrocken. Ne? Gottverdammte! Was für ein abgefucktes Dorf ist das? Ah.
Gott! Scheiße, was war das? Nein! Alter. Bewegen sich echt komisch. Was auch noch drauf. Halten die aus, ey. Was zum Teufel? Teufel hat damit, glaube ich, nichts zu tun. So, gab es jetzt hier eigentlich nochmal irgendwas? Habe ich beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht geguckt. Wait, hä? Wurden wir nicht hier gerade... Hä? Wait. Klar, wir wurden doch hier durch den Boden gezogen. Warum ist denn der Boden wieder ganz? Die Schreiner in dem Dorf scheinen echt gut zu sein. Holzschneider. Unter Wichtiges kann man es finden. Ich habe noch zwei Kugeln. Ist irgendwie nicht so cool. So, hier haben wir noch Chemikalie. Das ist gut, weil ich glaube, da kann ich jetzt... Ah ne, mir fehlt noch ein Kraut. Kraut, Kraut, Kraut. Da ist ein Kraut. Sollte mal doch mal... Ups. Erstellen. Oh, ich hatte schon eins gehabt. Das heißt, ich benutze mal eins. Dieses Wundermittel. Was sogar so ein Biss einfach mal wegreduziert. Holzschneider. Da darf in keinem Resident Evil Teil fehlen. Hey. Zwei Kugeln, damit fühle ich mich irgendwie nicht sicher. Ist ja eigentlich noch irgendwie... Nee. Ah stimmt, gleich kommt da die Stelle, wo ich... im Einblick echt ein bisschen überfordert war. Aber mittlerweile weiß ich ja, was ich machen muss. Ich muss, glaube ich, nur eine gewisse Zeit durchhalten. Aber das sehen wir dann. Ach ja, die können sich ja hier zu. Das können wir gleich mal machen. Nee, warte mal. Ich hab was vergessen. Oder kommt das ja später? Ich muss noch mal kurz was gucken. Andere Richtung. Ne, dann kam das ja später, was ich gerade denke. Und da kam ich, da ging es nicht lang. Ich habe gerade nur Zugriff auf dieses Haus. Ne, dann kommt das doch später. Da ging es nicht weiter. Dann doch hier rein. So. Böse, böse, böse. Hey. Wollte noch hier gucken, was es hier gibt. Oh, Pistolenmunition. Hey. Die sind hier nicht allein.
schöne Stelle hier. Ich muss auf jeden Fall jetzt auch nochmal gegen einen kämpfen. Kann ich eigentlich... Ne, nicht Fotomodus. Was? Trophäe, Fotograf. Ich habe kein Foto gemacht. Steuerung. Nein. Kamera. Kamera zielen. Mal ein bisschen. Ne, nicht invertieren. Bist du wahnsinnig? Geschwindigkeit wollte ich mal ein bisschen. Aber. Ja, machen wir mal. 4? So. Mist. Sie sind überall. Wo reinkommt, kurz lang nur noch. An dem Haus waren. Ist das vorbei? Vorerst ja. Was für ein Zufall, das Funkgerät funktioniert wieder. Warum wir die hier im Funkgerät her haben? Hallo. Sie lassen mir Radio. Wenn noch irgendjemand überlebt hat, komm zu mir. Zu Luisas Haus, oben beim Acker. Überlebt? Oh. Jetzt muss ich wieder raus, genau. Die haben hier die Wand eingerissen. Ah, okay. Oh, jetzt kommt jetzt schon die Stelle. Ja. Energie, ich bin noch grün. Ich werde jetzt schnell warten. Das nehme ich gerne mit. Nimm. Gut. Verdammt. Alles einpacken. Schnell hier runter. Nicht hoch. Immer. Bleibt ihr schön da draußen. Stelle, wo man einfach nur durchhalten musste, bis ich glaube, das ist die große erste. Es nimmt kein Ende. Nicht wirklich. Ja.
rote Fässer. Sieht nicht so aus. Oh, knapp. Ach, guck mal, wer da ist. Unmensch. So Leute, und an diesem Punkt würde ich sagen, soll es das gewesen sein mit der ersten Folge von Resident Evil Village. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin, haut rein. Euer Doomsday bei DGV mit Resident Evil Village.